Willkommen zu einer neuen Folge Old Guy Gaming. Ich spiele weiterhin Going Medieval. Beim letzten Mal haben wir es geschafft, die Geheimnisse der Steinbearbeitung zu lernen. Und haben auch schon angefangen, Lehmofen zu bauen. Und werden jetzt dementsprechend unsere Behausung etwas auf Vordermann bringen. Und die Dorfbewohner verhungern. Warum das denn? Icon. Hier habe ich doch jemanden, der kocht. Der scheint doch zu essen, alles gut. Gut. Hier ist das. Gab es doch ein neues Forschungsgebäude. Forschungstisch. Noch nie auf den Stühlen hier, ja, wenn wir im Forschen sind. Schade eigentlich. Das scheint auch nicht im Weg zu sein. Ach ja, wir haben ja hier Steinsessel überall hingestellt. Ist jetzt eigentlich schon ein eigener Raum hier? Nee. So, hier oben habe ich zwar das Dach fertig. Ein Abzug ist gar nicht nötig. Schönes Holzdach. Hier schlecht zu machen, damit das da unten zum Raum wird. Holzplanken dazwischen. Dann können wir da auch wieder Wärme geben. Schornstein gebaut. So, und dann hat man hier noch. Ah ja, ist auch noch was falsch. Ist natürlich auch noch eine Wand hin. Kann man natürlich gleich eine Holzwand hinsetzen. Ups. Da kann kein Gebäude platziert werden. Darf das hier nicht freischwebend sein, oder? Darf ich denn da Bodenplatte machen und dann was drüber setzen? Nee. Nur eine stabile Struktur. Vielleicht muss ein Holzbalken runter. So, da ist jetzt einer. Gebäude nicht erreichbar. Ja, weil wenn es. Ist er dann noch auf jeden Weg, ja. Ich kriege da jetzt noch eine Wand hin. Zum Handel. Oh, jetzt geht's. Tja, okay, irgendwie habe ich mich da durchgehackt. So, dann wollten wir hier noch eine schöne Tür rein. So. Und da nehme ich raus. Kann nach unten gehen. Dann kommt man unten im Lager an. Kann alles für die Suppe hochholen. Sehr schön. Hier. Stein? Ne. Ah, oh, ich bin voll schön. Prima. Tür ist auch fertig. Kannst du da die Wand bauen? Oh ja, scheint nicht außer Reichweite zu sein. Sehr gut. Ah, der neue Forschungstisch ist fertig. Tja, da brauchen wir natürlich unendlich von. Viel davon. So, was macht hier die zweite Etage? Ah, läuft. Sehr gut.
dass das klappt hier. Soll ich natürlich noch schön verzieren, ne? Paar schöne Banner oder so. Können die auch an die Wand hängen? Nee. Da gibt's doch was zu forschen. Dekorative Strukturen. Und Dekoration. Kirche, da. Das nehmen wir. Das ist ja unser kleines Pfarrhaus, unsere kleine Pfarrhütte. Kapelle. Das ist die Kapelle und das wird die Kathedrale. Die kleine Kapelle müssen wir natürlich auch schön ausstaffieren. Es kommen natürlich keine Gläubigen hier. Das hier drüben kein Dach. Ist einfach gelöscht. Da gibt es einen Kalkstein da. So. So, hier haben wir jetzt. Ah, haben wir jetzt hier unten einen Raum geschaffen? Ah, freier Raum. 8 Grad sogar. Ja, cool. Schöne Trinkhalle. Aus was besteht der Boden? Da können wir eigentlich auch noch einen. Jetzt gibt's Holzboden. Kalkstein, Blockboden. Ist nicht so toll. Heidenboden. Gibt's auch mal einen schönen Ziegelboden. Sobald jemand Ziegel gemacht hat. Was ist denn das eigentlich für eine Fähigkeit? Ziegel machen. Anfertigen. Das ist eine Erklärung. Ah! Und grundlegende Sachen wie Ziegel. Sehr schön. So, wer hat hier keine Aufgabe? Enota ist neu. Enota wird die Ziegel machen. Hauptaufgabe Ziegel machen und dann transportieren und Hausmeister. So, wie viele Betten haben wir jetzt eigentlich? Also wir haben 7 Leute und wir haben ein Bett hier, 2, 3 Schläfer einer, 3, 4, 5. Hier hat noch jemand, 6. Das heißt, wir brauchen auch noch ein Bett irgendwo. Jetzt sind wir gerade ein bisschen unterversorgt. Das ist alles schön. Warum ist hier unten jemand im Loch? Achso, das ist ja das Lehmloch. Nee, dann nicht. Wo könnte noch jemand wohnen? Drüben auf dem Hügel? Kommt man da hoch? Kann man nicht. Ich könnte hier drüben noch eine Treppe bauen. Das brauchen wir da eh nicht. Den auch. Dann machen wir da nochmal. Okay, das müssten wir dann nochmal reinkacken. Machen wir hier nochmal eine Treppe hoch und dann machen wir hier oben schön ein Gebäude drauf. So, Aufstehzeit. Schön im Schnee beten. Das ist Dedication. Aber wir haben ja auch gläubige Kathedralenbauer. Jetzt hätten sich dem Dorf ja nicht angeschlossen. Jervis deckt doch im Schneesturm Dach. Dachdeckerarbeiten ja traditionell im Sommer ausgeführt werden. Nun ja.
So, dann können wir jetzt hier auch das Dach fertig bauen. Wie wollten wir das machen? So, wir wollten ein schräges Dach da reinsetzen. Flach ist es, oder? Ist hier drin. Ist das halt so. Und oben drüber machen wir eins. So, und danach können wir hier ganzen jetzt nach und nach abreißen hier. Wurzelt das jetzt hier eigentlich alleine oder muss da einer daneben stehen? Ah ne, wurzelt von alleine. Das heißt, da könnten wir jetzt auch Kohle machen. Ich mich recht einer, gab es ja aber auch irgendwo ein Kohlenlager. War das nicht hier mitten unter der Kathedrale? Da! Ist doch Kohle, vielleicht bauen wir uns mal ein bisschen was ab. Schlechte Laune. So. Was ist das hier für ein Holzbalken? Auch gleich abbauen. Schon Frühlingsafter. Sogar plus gerade. So, der Weidenzaun. Oh, noch nicht ganz fertig. Wir können ihn hier, denke ich, schon mal abreißen. Dann führen wir nämlich schön den Weidenweg weiter. Jetzt müssen wir den noch mal mit einem Steinweg. Ja, wie kann ich das nicht kopieren? Achso, weiter? Ne, kopieren wir mal. So. Weiterhin. Da werden sich die Gläubigen freuen. Oh, ich kann schon im Winter anfangen, neue Sachen zu pflanzen. Und gut. Ah ja, wir brauchen ja auch neue. Ah, hier kommen jetzt die ganzen Wanddekorationen. Bücher. Ah, cool. Jetzt hier so ranhängen. Wanddekoration, so. Eichenbrüder? Ne, wir haben Kirchenbrüder.
Speichern der Restitution sind wir doch. Anträger mit Werkzeug. Das braucht man natürlich. Hier. Eindeutig brauchen wir das hier über so ein Werkzeug. Dingen. So. Achso, haben wir eigentlich hier nicht. Ah ja. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Winterbekleidung. Sommerbekleidung können wir mal machen. Die haben wir immer den ganzen Sommer lang. Die Winterklamotten immer angehabt. Da brauchen wir genau 7. 7 Kappen. Oh. Schöne Strohhüte. Ich brauche auch Winterklamotten 7. So, die Bäume werden schon mal gepflanzt, also brauchen wir auch noch ein paar andere Felder. Wo sind denn die normalen Felder? Schon ganz vergessen. Okay. Achso, nee, hier muss ich was anderes aus. So war es, genau. Moosgras, Bundesbeersträucher, Kräuterbau auf jeden Fall. Was, wohin geht denn jetzt unser Weidenweg? Was habe ich jetzt markiert? So, zweidimensional, also hier zwischen können wir Felder anlegen. So. Kräuter brauchen wir auf jeden Fall. Ein paar Runkelrüben. Karotten. Flachs brauchen wir auch. Kohl, auch nicht. Und dann brauchen wir noch schön Gerste. Können wir auch hier drüben anpflanzen. Was ist der Weg hier? Gerste gern ein bisschen mehr. So. Die Johannisbeeren, die stehen natürlich zwischen den Bäumen. Das wäre doch schön. Die Ansicht ist jetzt ein bisschen blöd mit dem ganzen Schnee. Ich hoffe, ich setze das alles richtig. Aber muss auch mal sein, dass es dann dafür schön aussieht. Oh, neue Forschung ist verfügbar. Die dekorativen Banner. Ah ja, die brauchte ich ja für die Kirche auf jeden Fall. Ah ja, jetzt haben wir hier schon echt einen schönen Raum. Bier haben wir da dann. So, den Boden wollen wir nochmal. Sobald Ziegel fertig sind. Ah, jetzt haben wir Ziegel und Kohle. Ziegel ist erstmal wichtiger. Nicht, du musst dir jetzt einen Ziegelboden machen. Ja, ja. Holzhaus mit einem Ziegelboden. Muss ich hier ein Ziegelhaus mit einem Holzboden sein? Hm. Beides schon gehört. Muss sowieso noch das Gerüst abreißen. Achso. Gerüst abreißen. Ist gar nicht so gute Idee. Ich muss ja noch die
Erste Etage in Holz ändern. Bricht eigentlich gleich das Dach zusammen? Ja, denke schon, ne? Ah ja. Na toll. Muss man dann also mal neu bauen. Ich lasse hier auch die erste Etage als Lehm. Nur unten aus Holz. Also machen wir das mal. So, jetzt müssen wir hier so ein einseitiges Holzdach nehmen. Eins hätte ich jetzt irgendwo da oben hin machen. Doch weitermachen. Also, dann muss der hier noch weg. Und auf der anderen Seite ist doch auch was im Weg da. Oh, jetzt pennen erstmal alle wieder. Schläft eigentlich zusammen. Hinota und Ethelgar. Ethelgar, der Alteingesessene, macht sich gleich über die Neue her. Oh, hier haben wir jetzt einen Räucherladen. Haben, oder Räucherfleisch machen. Brennstoff und Fleisch brauchen wir noch. Apropos Fleisch, ja, da müssen wir mal ein Tier jagen hier. Was sind hier Ausrufezeichen? Nicht genügend Ressourcen. Kein Kalk mehr. Ah ja. Sowieso mal wieder abbauen hier. Kalkstein. Das ist wieder Gras. Ja, da brauchen wir nicht. Ah, Kalkstein. Oh, Mist. Da hat sich schon wieder jemand eingesperrt. Wie sind der da hingekommen? So, muss er kurz vorm Sterben sein, aber. Oh, ne, hat noch ein bisschen Essen. Ganze Mauer lang gegangen, um da hinten sich einzumauern. Mann, Mann, Mann. Ah, zwei Holzplanken muss ich aber nochmal. Building unstable. Hey. Darf ich nicht bauen? Wie ist denn der da jetzt hingekommen? Gavis, du musst wohl. So kurz machen. So. Idiot. So. Steinschinde, doch. So. Unten eigentlich. Achso. Der Lehmziegelboden. Stabilität. Thank you.
Wände, Fenster, Türen, Dächer und Böden sind die einzigen Dinge, die du auf Balken platzieren kannst. So, hätte ich jetzt hier eigentlich Balken einbauen müssen? Wo ich da oben was machen wollen würde? Müsste ich das mal. Die Bäume sind alle nochmal gestorben. Na toll. Bring trotzdem nochmal an. Da eigentlich rohes Fleisch. Naja. Ah, kann man da gerade zubereiten. Wie viel Räucherfleisch haben wir denn jetzt? So, die Felder sind dann jetzt viel kleiner. Sind wir immer noch voll im Lager. Ich habe hier was weggegessen wird. Es muss dringend gebalanced werden, wie viel hier gegessen wird. Oh, hier steht ja schon eine Mauer. Nicht schlecht. Tür braucht Eisen. Oh, Eisenerz. Was war das denn? Hier ist Salz. Da, oh, sieht aus wie Eisen. Machen wir uns doch mal ein bisschen was damit für die Türen machen können. Noch Leben genug? Mal sehen. Ah, da müssen wir mal wieder was abbauen. Ist da auch mal so wenig weg? Mal die Leiter weg. Zwei gewohnte Kompost. Bekommen wir nicht mit einmal raus. 24. So, ach so, da haben wir jetzt ein Stück Kohle. Haben wir auch, ja. Fehlt nur das Eisen. Schicken wir den mal rein. Hase zum Jagen. Jeden Tag ein Wildtier. Ist bei keinem mehr. Vielleicht einmal in der Woche. So.
jetzt natürlich mitnehmen. Das gleich wieder ausschalten. Brauchen wir nur. Achso, 30 Erz. Da werde ich 25 Eisenbarren bei rauskommen. Nee, 50 sogar. Sind verärgert. Warum das denn? Hier liegt ein bisschen Aktivität bedürftig. Ja, darfst du doch. Gibt es denn nicht genug Schweine? Könnten bei Gavis natürlich alles ein bisschen nach hinten schieben. Darfst eine Stunde länger schlafen, ist dann Freizeit. Das dann irgendwas noch. So, dann das. Arbeit. Arbeit. Gelb. So, man schafft das vielleicht. Die anderen nicht alles blockieren. Hat allerdings nie Freizeit mit jemand anders zusammen. Dann war das bei Enola genauso. Zum Backgammon spielen. Oh, die Leiter ist weg. Sehr schön. Jetzt die. Dings da drunter weg. So, Kapelle. Sieht schon ganz gut aus. Ist nicht mehr viel. Fehlt noch ein bisschen Kalk. Was macht dann Effegar, wenn er Essen hat? Kocht schon wieder hier die ganze Zeit. Bis 28, was soll für ihn 4? Vielleicht ein bisschen übertrieben. Dafür ist auch noch welche verholen. Ja, warum ist denn nix? Verstehe nicht. Ist der hier eingesperrt? Was essen. Grillfleisch. Also zu essen gibt's tatsächlich genug für alle. Das ist keine Übertreibung. Oh, ich soll noch eine Ausgabe. Ups. So. Das ist natürlich kein regulärer Eingang. Was habe ich denn jetzt auf Abpass gestellt? Nee, hier, ja, nicht bekanntisch. Ich bin jetzt sozusagen. Wie geplant, sehr gut. So, dann gehen wir natürlich später schlafen als alle anderen. Spulen trotzdem schon mal vor.
hinten eigentlich keiner schlafen. Ah ja, wir hatten ja noch ein Projekt. Wir wollten ja hier noch eine weiter hinsetzen. So. Jetzt noch ein bisschen planieren hier. Ein paar Holzbalken noch dahin. So. Können wir hier oben direkt eine Tür machen. Jetzt zeige ich gleich die Haustür. Okay, so glaube ich. Ich das da auch so reinsetzen können? Ja. Da brauchen wir hier gar nicht so einen Turm. Naja, da können wir auch eine schöne machen, das jetzt am schlauesten. Frühling! Die perfekte Zeit für das Bepflanzen. Das ist schon mein zweiter Frühling, ne? So. Nehme ich den Holzbund weg und da auch an, hier geht er weg. Wie soll denn das Dach aussehen? Oh, schön Rieddach. Das ist bisher so selten. Und ich könnte einmal machen, dass das hier so ein kleines. So, dann machen wir den letzten weg und dann machen wir von links nach rechts. Oh ja, das ist okay. Jetzt kann ich in der Mitte keins bauen. Achso. Weg. Die Ecke muss auch noch ein Holzbalken. So. Und dann kann ich das Reetdach drüber setzen. Oh ja, sieht ja gar nicht schlecht aus. Machen wir uns einer Wand. Ein, zwei Wände machen wir noch Fenster. So. So, hier. Hier. Das Dach wieder draufsetzen. Oh, so kann es einstmals aussehen. Davon umsetzen lässt. So, kann man hier schon Eisen? Eisenklumpenhaufen. Mutter beschafft Ressourcen. So, die hackt ja auf die Steine. Was machen wir denn in den Böden? Eine andere Farbe oder gleiche Farbe? Kontrast vielleicht ein bisschen mehr. Wir könnten da die Ziegel verlegen. Oh, ich glaube, das würde nicht schlecht aussehen. Kann ich alles auf einmal so. So. Ja, es wird schon sehr interessant. Da ist ihn dauern. Thomas Schneider hat noch eine Weile. Das hat er eigentlich schon geschafft. Jetzt machen wir Sommerkleider. Solide.
Holz. Gehen die Holzarbeiten so langsam fahren. Nur 350. Tüchtig, tüchtig, hackt er immer noch vor sich hin. Ne? Was ist der Wert da denn sein? Bergbau schon gemacht, 33. Sieht nicht schlecht aus, 33. Ah, was ist das da? Ein Wolf, mitten unter uns. Denn hier reingekommen? Auf jeden Fall müssen wir den jagen. Daneben. Armbrustwolle getroffen. Na, ein paar Marmorische getroffen bis zum Umkippen. Endlich. So. Bierhalle. Da müssen nur noch die ganzen Stelzen weg. Das hier nach oben. Da wollten wir doch Hütze machen. Das noch, das noch, das noch. Richtig schönes Dorfleben zum Zuschauen hier. Davon haben wir eigentlich das Lagerhaus voll. Brauchen wir auch einen Händler, der uns ganz überschüssige Agrarprodukte hat. Ne?
nicht weitergebracht. Thomas ist doch bestimmt immer noch dabei, seine Klamotten zu nähen. Ist ja sinnstiftend. Oder an dieselben Sachen anhaben. Kann man das gleich. Als die tapferen Söldner, Ritter von Battlesworth. Bekanntheit. So, ah ja. Jetzt auch noch Texte. Learem ipsum tada et sweet. Oh, erster Tag im Frühling schon wieder vorbei. Oh, sieht schon ganz okay aus hier. Okay, das haben wir diesmal geschafft. Wir haben die ersten Lehmziegel verlegt. Und jetzt werden alle sich wieder zur Ruhe begeben. Und wir haben es auch in den Frühling geschafft, ohne dass jemand verhungert ist. An der Stelle spielen wir beim nächsten Mal wieder weiter, wenn es heißt Old Guy Gaming.